ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Alles voll. Sie greifen an. In den Höhlen bei Patiti haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Jaxil? Jaxil? Sie waren groß und schnell. Hungrig. Fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. So, da sind wir wieder bei Shadow of Tomb Raider. Es geht weiter mit einer kleinen Pause zwischendrin, 2 Tage, weil ich ja länger nicht zu Hause war, aber von vorhin so ist das. Passen. So, also machen wir mal weiter. So. Was geschah mit den Jaxil? Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her. Aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Okay, eine Opferung. Ja. Jumkinesh, Muchkilich Oldonich. Die unsere Sicherheit und unser Leben bedroht. Ihre Anführerin, Uluratu. Eure Königin ist in meiner Gewalt, aber sie ist noch nicht verloren. Heute bieten wir Kukulkan ein Opfer dar, als Bitte Komm. Um Schutz du sollst sehen, was vor er der macht. Nahenden Sonnenfinsternis. Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die übrigen auch das Licht erblicken. Okay, das verhindern wir anscheinend nicht. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Der schubst einen runter, ne? Wie es aussieht auf der Treppe. Ja, okay. Holy fuck, wie viele Opfer der denn? Eigentlich waren doch Opferin zum Großteil. Na, für die Gottheit, klar. Komm. Durch sein Opfer ist dieser Rebell jetzt wieder einer von uns. Aber eigentlich freiwillig, oder? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Glauben ihm all diese Leute? Sie haben Angst. Und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Okay. Ganz schön eng hier. Komm. Ja, ich komme noch. Ist voll hier. Siehst du, was hier los ist? Okay, da wurde noch einer getötet. Halt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindelt. Du darfst passieren. Na, sie sieht sehr ähnlich zu uns aus, da finde ich, von hinten. Die Haare und so. Das Grab ist da oben. Auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Okay. Auf geht's. Jonah, alles voll. Wir sind am Fluss, bereit, mich und Uluratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Ja, hier wird viel gekämpft, das sehe ich ja jetzt schon. Ja, hier wird wahrscheinlich wirklich viel gekämpft. Okay. So. Okay. Dann gucken wir doch mal, was wir hier machen müssen. Wir müssen irgendwie da hochkommen, okay?
Gut. Okay. Dann eine Runde klettern mal wieder. Okay. Was war das? Nee. Oh, hier komme ich nicht hoch. Das ist zu hoch, okay. Und nochmal. Deine Haare kannst du später machen, Lara. Nicht jetzt. So, dann hier hoch am Gold. Okay. Sehr gut. Und da hoch. Oh. Okay. Wir sind schon mal oben. Halbwegs. Gut. Wie komme ich rein? Ich muss da rüber. Ah. So, dann hier hoch. Ja, das sieht gut aus. Und da ist das Grab. Da sieht oben aus wie mein Eingang. Ah, den Sprung schaffe ich auf jeden Fall nicht. Okay. Kann ich mich irgendwo festhalten? Ich kann versuchen, daran zu springen. Das würde wahrscheinlich wieder nicht gehen. Der Sprung ist zu weit. Ist lustig, dass er mir das anzeigt. Interessant. Okay, er zeigt mir da nicht an, wo ich hin muss. Das heißt, entweder falle ich jetzt wieder runter und muss alles von vorne machen. Oder hier. Ich bezweifle, dass ich da rankomme. Und das ist super weit. Es ist kein Haken da, ne? Nee. Gucken wir mal so, ist vielleicht ein bisschen leichter. Also hier rechts ist. Was ist das da eigentlich? Da bringt mir aber auch nichts. Okay. Also ich könnte hier das Ding wieder benutzen. Ich probiere mal was aus kurz. Kann ich mich daran. Nee, ich kann mich nicht hochziehen daran. Okay. Okay. Na, der Weg ist schon richtig hier. Logischerweise. Ich weiß ja nicht, wie ich da hinten hinkomme. Ich versuche den Sprung einfach mal. Ich glaube, der funktioniert nicht. Ich werde da unten ins Wasser fallen. Oder sterben. Oh, ich kann da auch haken. Interessant. Gut. Haken vor allem. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Jemand hält die Feuer am Brennen. Diese Person wird verehrt. Lara, wo bist du? Im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Jetzt. Alles voll. Okay. Ich kann nicht mehr tragen. Ich möchte natürlich gucken, was hier noch Sache ist. Aha. Das sieht aus wie eine Falle. Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Ich springe da mal vorsichtshalber rüber. Früher konnte man die aufmachen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Da sitzt er. Mit viel Opfergaben. Gold. Das Grab des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Moment. Die Schlange? Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Oh, da hinten ist Action.
Warum haben die ihre Köpfe jetzt abgenommen? Hier ist Commander Rock. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Croft. Oh nein, jetzt kommt das wieder. Onuratu. Nein. Sie hat es schon, ne? Die Schatulle. Sie ist diejenige. Er ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht, die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Okay. Ich werde dich nicht enttäuschen. Da kommen wieder 100 Typen. Na, die dürfen keine Schusswaffen eigentlich offiziell benutzen hier, ne? Wegen den Bürgern. Okay. Eigentlich ist ja die Regel sozusagen, keine Schusswaffen zu benutzen, denn die Leute sollen ja nicht herausfinden, dass hier, naja, Trinity und so am Werk ist. So, und es wird wieder gekämpft. Ich darf da nicht mehr hoch. Jetzt ist da hinten nämlich zu. Ich wollte mich eigentlich auf die große Statue gehen. Aber anscheinend darf man das nicht. Na gut. Manach Talestin Wignal, Satantes, Matun Kushai, Dabachkino. Hoke Sabatella. Okay, wir machen wieder die Ausweichsachen. Oh, das war dann. Oh, das hat trotzdem funktioniert. Irgendeiner schießt hier auf mich. Lol. Hat's mal gerade kurz geleckt, leider. Egal, die wissen nicht, wo ich bin. Schade, die sehe ich nicht. Drei Leute, da hinten ist auch noch einer. Der wird aber gesehen, das heißt, hier ist noch irgendwo einer in der Nähe. Ich muss mein Mauspad ein bisschen. Du dürfst es mir nicht gesehen haben. Kommt neue. Kukulkan Kalantiken. Keljendelo! Tanuka Shantaal! Kukulkan Kalantikon! Kulbatel Tesh! Ey, lass mich. Lass mich mal laufen. Alter, was leckt denn das so? Okay, heute. Es leckt extrem leider. Ich versuch jetzt mal, das anders zu machen.
Ein bisschen, schade. Ja. So geht's natürlich auch. Ich kann kaum ziehen gerade. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ist ein bisschen schwammig. Okay. Looten wir die noch. Heilung habe ich zweimal benutzt, ne? Müsste jetzt also wieder voll sein. Wir gehen trotzdem mal gucken. Nee. Das ist merkwürdig. Ich kann mehr aufsammeln, als ich benutzt habe wieder. Dafür habe ich ja, nicht genug Platz. Okay, sehr gut. Rob. So, Feuerpfeile habe ich ja nicht benutzt. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Du sollst auch nicht tragen. Alles voll. Was ist das da? Ich kann nicht mehr tragen. Ah, das ist eine Rauchbombe. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, machen wir mal. Nehme ich halt eine Rauchbombe mit. Wahrscheinlich brauchen wir die eh. Halt, den kann ich noch looten. Also, hat's fallen lassen. Wo bist du? Ich bin unten beim Anleger. Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. 2 Meter von uns weg ist der Typ einfach. Sozusagen. Wo ist Unuratu? Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter, sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit. Ist er schnell erwachsen geworden, der Junge gerade? Kaum Trauer. Jetzt? Wir fahren zurück nach Kuwakyaku und sehen dann, wie es weitergeht. Okay. All das für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja, ist besser als nichts. Vermutlich, ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich. Was ist das? Oh oh. Scheiße!
Tja, haben sie uns wohl gefunden. Ich hab sie direkt vor mir. Keine Bewegung. Wag es ja nicht. Ne, muss sie jetzt schnell laufen, der hat einen Funkspruch abgelassen. Such da drüben. Ja, da sind sie schon. Und es geht direkt weiter. Und jetzt mit Schusswaffen. Ist da was? Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Schatulle wirklich existiert. Was gefunden? Alles klar. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? In dem Bereich ist nichts. Das war knapp gerade. Den nehmen wir aber erstmal mit ins Gebüsch. Einer weniger von zwei, ne? Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Ich hab keine Waffe. Bist du noch da draußen? Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Ja, das stimmt. Okay, steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann. Frag mich doch nicht immer sowas. Als Operation Einsamer Wolf das letzte Mal abgeblasen wurde, habe ich alles vergessen. Das stimmt hier nicht. Wir sind hier nicht allein. Ich sehe mir das jetzt mal an. Irgendwas stimmt hier nicht. Ausschwärmen! Haltet die Augen offen! Verstanden. Suche läuft. Voraus-Team, warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Die muss hier sein, Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich sehe super wenig gerade, weil es bei mir hell im Zimmer ist. Und hier alles so dunkel. Das ist ein bisschen doof gerade. Ich versuche mein Bestes. Findet Lara Croft. Wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Aber das wird schon irgendwie. Ich muss leider mit ein bisschen mehr mit dem Sichtding hier arbeiten, weil ich wirklich sonst wenig sehe. Wahnsinn, wie schnell Parameter sich ändern. Ja. So, kann er mal nicht zu mir gucken? Recht leise. Vielleicht ist sie hier drüben. Na gut, ich hab kein Dings. Okay, legen wir los. Die sehen wir wieder. Okay, es sind nur die drei hier. Die anderen da hinten machen irgendwas anderes. Ich warte jetzt, bis der hier zu mir kommt, dann falle ich ihn an. Das sieht gut aus und tot. Erst Dominguez die Schatulle und jetzt sagt Rock, wir sollen Croft suchen. Auf wen sollen wir hören? Naja, Rock ist ein Militärführer und bei Dominguez Entscheidungen sterben Menschen. Überleg dir besser gleich, wo deine Loyalität liegt. Dafür habe ich nicht genug Kräfte. Es ist ganz einfach.
Ich muss wissen, dass du mich deckst. Zentrale ist ohne Kontakt zum Road-Team. Ich will nicht, dass das nochmal passiert. An uns kommt sie nicht vorbei. Hier kann ich mich verstecken. Wir kriegen jede halbe Stunde neue Befehle. Hä? Ich sehe nach, was das war. Irgendwas ist hier verdächtig. Okay. Die hat die Flasche benutzt, lustigerweise, die ich zum Werfen benutzen wollte. Boah, ich sehe halt nichts, ne? Dezember 1603. Lopez war in sich gekehrt, seit wir den Cenote verlassen hatten, also übernahm ich die Führung. Erst als ich in Richtung Stadt gehen wollte, sprach er wieder. Er bat mich anzuhalten und offenbarte mir dann, nachdem er sich meines Schweigens versichert hatte, ein Geheimnis. In dieser Nacht am Fluss habe ich mich mit dem Herrscher getroffen. Ich habe ihm gestanden, wer ich bin, wer wir sind und was der wahre Grund unseres Besuchs ist. Trinitys gemästete Anführer, die so sehr mit Politik beschäftigt sind, dass sie nicht einmal das Morgengebet sprechen können, sind der Schatulle nicht würdig. Der Herrscher und ich waren uns einig, dass es nur eine Möglichkeit gibt, sie vor ihnen zu beschützen. Ich muss sie an mich nehmen, von hier fortbringen und so lange verstecken, bis einer aus dem Herrschergeschlecht Paititis, ein Auserwählter, fähig ist, den Hinweisen seiner Vorfahren zu folgen und sie wiederzufinden. Nachdem er sich diese Last von der Seele geredet hatte, machte Lopez kehrt und schlug einen Weg ein, der uns tiefer in den Dschungel führte. Okay. Da oben muss ich hin. Cardinal 2, wie ist der Status? Okay, wenigstens. Thema 6 gesichert. Hab ich. Team, wie ist der Status? Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Ihr Cardinal 2, ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Soll ich reden? Der Feldsturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. So. Ich hoffe, es bleibt nicht so lange Nacht. Ich sehe halt wirklich gar nichts, weil die Sonne genau auf mich scheint. Aber es passt schon. Das sind Aufzeichnungen eines Söldners über seine Aufträge für Trinity. Mexiko, Kenia, Sibirien? Ich hatte die Jüngere auch im Fadenkreuz, aber Rourkes Befehl lautete, sie in Ruhe zu lassen. Das ist der Dreckskerl, der Anna erschossen hat. Okay. Was so, zum Teufel? Das gehen was wir zum mal. Teufel mache ich überhaupt hier? Ja, das frage ich mir manchmal auch, Honorato was du da machst. Honorato ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah, Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Okay. Verdammt nochmal. Was ist dann? Schießt 2 gleich, dann 3. Ja, machen wir mal das, auch wenn ich das bis jetzt nie benutzt habe. Oder? Was haben wir denn hier hinten noch? Das ist ganz gut, das machen wir mal. Ja, da kann ich jetzt wieder halten Sie um Herstellen von Leuchtpatronen, okay. Wie viel habe ich noch? 3. Das ist halt alles Pistole, ne? Ich will eigentlich ja Pfeil und Bogen spielen. Sehnen Sie Pfannen, das brauche ich glaube ich nicht. Ja, machen wir mal das hier noch. Da können wir Munition kaufen. Ist zwar nicht so wichtig, aber ja, haben wir halt einfach mal. So, können wir was verbessern? Ja, kann nichts verbessern. Kann ich mich umziehen? Ziehen wir uns mal um, oder? Hat sich da ihr Gesicht auch verändert? Ja. Ist ja lustig. Achso, ist ein Skin, ne? Na gut, wir nehmen wahrscheinlich unser Standardzeug hier. Einfach das hier und... Beine brauchen mich länger zu decken. Ja, nehmen wir mal die beiden Sachen wieder.
So, und damit haben wir unsere Skillpunkte wieder verballert. Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rock. Commander Rock. Du hast mich abgehört und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Hat er nicht so Unrecht eigentlich, ne? Aber wir sind halt auch Lara, wir dürfen Sachen mitnehmen. Außenposten, Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Okay. Ich hab was. Wo? Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Thermobrillen, das ist natürlich nicht so cool. Bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich. Da ist der Typ. Ich kann ja nicht pfeifen oder sowas. Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Kann ich die aufheben eigentlich? Das wäre voll ideal. Mal sehen, was sie jetzt macht. Das wäre voll schlau, eigentlich die Dinger aufzuheben. Aber Lara kann sowas nicht. Sieht vielversprechend aus. Wo ist denn der andere Typ hin? Da hinten, ne? Mal sehen, wie clever sie ist. Ich hab nichts. Du? Auch nichts. Es gibt kein Ver... Gut, ich könnte es noch dunkler machen. Meinst du, dass Rocks Alarm echt ist? Absolut. Er ändert... Ach, scheiße. Ich kann hier nicht raus. Das war natürlich jetzt nicht so schlau. Umgehe sie! Feuer einstellen! Wir müssen aufpassen. Hört auf zu feuern! Wehe dir, wenn ich dich finde! Oh, die Sonne ist gerade weg. Ich sehe wieder was. Mal gucken, wie lange es hält. Eine Wolke ist vor den Sonnen. Geil. Okay, dann raus hier. Ist schon hardcore. Du kannst dich nicht lange verstecken. Nicht da rein, Lara. Anno, Lara geht da immer rein, ob ich nicht will. Komm raus, du feige Ratte! Mit gut. Okay, keiner hat mir eine Thermobrille. Okay, die habe ich trotzdem gesehen. Hast du eine Ahnung, wer wir sind? Ich wechsle die Position. Haltet sie auf! Viel heilen heute. Ey, der schießt da durch. Das ist eine Scheiße. Okay, leider können die anscheinend da durchschießen. Machst du ein bisschen kaputt gerade? Da müssen wir halt, jetzt richtig hardcore machen. Jetzt gibt's nur noch uns. Ja, nur noch mich. Durch und mich. Du bist tot. Okay, die konnten da durchschießen durch dieses Ding hier.
Die haben da durchgeguckt. Finde ich unfair. Hat viel Ressourcen gefressen jetzt, aber es ging nicht anders. Und ich sehe wieder nichts. Danke, Sonne. Dafür habe ich nicht genug Platz. Naja. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Lara hätte auch ruhig mal hier so eine Thermosichtbrille aufheben können. Hätte jetzt nichts dagegen dafür gehabt. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, ist ja gut. Und da hinten ist noch irgendwas. Alles voll. Okay. Ich kann nicht mehr tragen. Versuch mal weiterzumachen. Ist ein bisschen doof gerade, wie gesagt, aber ich versuche mein Bestes. Verdammt, Männer, benutzt die Brillen! Findet sie! Na, nicht noch mehr, ey. Wieso hebt sie nicht auch eine Waffe auf? Namen, Traf. Namen, Sam. Siehst du jemanden? Dann würde ich bereits schießen. Ich hab voll laute Schritte gerade links von mir gehört. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich möchte auch das, was... Lara, mach keinen Stress. Nimm einfach diese Flasche, genau. Jetzt wirfst du sie einfach da in die Richtung. Was zum Teufel? Ich sehe mich mal um. Irgendwas läuft hier. Nichts zu sehen. Verstanden. Diese verdammte Lara Croft, wir müssen sie aufhalten. Keine Sorge, das werden wir. Ach ja? Wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rook. Das ist mal einer weniger. Auch ernsthaft. Ist doch unheimlich genug, etwas in diesen Ruinen im Dunkeln zu suchen. Bei der Jagd mit meinem Dad war es immer genauso. Nur, dass die Ruinen gruselige Baumstümpfe waren. Okay, hast du Hinweise? Keine Beute kann sich ewig verstecken. Jeder macht irgendwann mal einen Fehler. Ein kleiner Ausrutscher. Alles ist vorbei. Der hat keine Brille an, der das reparieren will. Brutal, die Lara, ey. Die metzelt hier einfach eiskalt alle nieder. Kann ich da hoch? Ich sehe es leider nicht, schade. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, da ist noch einer. Ich glaube, ich habe nur zwei Gegner, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier kommt sie nicht durch. Und der Heli oder das Suchteam erwischen. Okay, ich stand genau vor denen. Hat irgendwie funktioniert. Sehr gut. Oh, da gibt's was zu entdecken. Ne, Heilung. Heilung müsste aber 12 sein. Was ist das hier? Ein Gaskanister. Kann ich dann im Rechner was machen? Wahrscheinlich nicht, ne. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, und wir haben natürlich unseren Bogen wieder verloren. Wäre schön gewesen, wenn wir den noch hätten jetzt. Aber so ist es halt. Oh, irgendwo hier lang müssen wir. Boah, ich sehe nix. Ich sehe nix. Ah, hier hoch, okay. Das tut mir echt leid. Ich sehe wirklich nix. Kann ich hier hochklettern? Okay. Lara, bist du okay? War das das Erdbeben? Ich bin bei einer Ölraffinerie. Hier ist alles in die Luft geflogen. Nein, Jonah. Raus aus dem Kanal. Was? Sie hören mit. Okay. Ich finde dich. Es war natürlich schlau zu sagen, dass ich sie finde, also dass ich ihn finde. Wenn er gesagt hat, wo er gerade ist. Ah, da. So, gehen wir mal runter.
Ein Rezept für ein Halluzinogen. Wird manchmal im Krieg benutzt. Naja, Bogen. Endlich. Der sollte helfen. Ja. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. So, Fähigkeit freischalten. Furchtpfeile. Das sind dann wohl die. Machen wir da mal ein paar von. Oh, so viele kann ich nicht davon machen. Okay. So, davon haben wir... Machen wir auch nochmal Pfeile. Feuer. Habe ich. Okay. Versuchen wir mal diese Furchtpfeile aus, ne? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ein Affe. War nur ein Affe. Alles gut. Da. So. Na, kann ich Tab drücken? Das muss Mama Zada sein. Sie war die Inka-Göttin des Getreides und ihr Name bedeutet so viel wie Maismutter. Ich fand es schon immer amüsant, mit welchen Ritualen sie von den Menschen verehrt wurde. Wann immer ein Bauer eine ungewöhnliche Maispflanze fand, fertigte er daraus zu Mama Zadas Ehren eine Puppe an. Da sie außerdem die Göttin der Weidenbäume war, hängten die Bauern manchmal eine ihrer Maispuppen an eine Weide und tanzten um sie herum. Okay. Trinity kann von mir aus in diesem Dschungel verrotten. Und was den paititianischen Herrscher betrifft, nicht einmal er kann wirklich begreifen, was diese Schatulle ist. Ich jedoch tue es. Und ich weiß, sie sollte nicht von irgendjemandem benutzt werden. Das wäre eine Katastrophe. Nur die Reinsten unter uns sollten darüber entscheiden, wie die Macht der Schatulle genutzt wird. Deshalb muss ich sie verstecken. Hey, irgendeiner hat sie also schon gefunden und versteckt. Gut, 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 gut. Oder schlecht, weiß ich nicht so richtig. Yeah. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rogue out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Das wird ein Kinderspiel. Bist du okay? Den Verstand verloren! Scheiße! Hat sonst noch jemand Gänsehaut? Nö. Ich muss rausfinden, was hier läuft. Du gehst voraus. Mal um. Mach schneller. Ziel in Sicht. Das wird dich raustreiben. Wir haben Besuch. Ich werde hier beschossen. Okay. Geil. Okay, es hat zu lang gedauert. Nochmal von vorne. Ach Mensch. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Jetzt füllen wir was aus. Rogue out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Ich muss das machen. Das wird ein Kinderspiel. Ich muss das machen. Ich darf nichts anderes. Wieso brauche ich zwei Pfeile, wenn ich zwei... Also einen... Ich habe zwei Pfeile und der braucht beide. Ja, sehr gut. Den da noch bitte. Er war dem Druck nicht gewachsen. Bei den Göttern. Ich muss dieser Sache auf den Grund. Lol. Hat er echt daneben geschossen? What the fuck?
Jetzt darf ich auch wieder auswählen. Guck mal, ich habe doch davon zwei hergestellt vorhin, oder? Eins, zwei. Der hat mir beide weggenommen. Was ist denn das für eine Verarsche? Bin ich aber frech, ja? Sie hat keine Chance. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, komm. Extra Anlauf. Croft wird gleich hier sein. Aufpassen. Gleich da oben rauf. Sieht gut aus. So, was haben wir denn hier so Schönes? Was ist da hinten passiert? Wo bleibt die Verstärkung? So, der ist wieder vergiftet. Jetzt habe ich beide behalten. Na, ja, schieß mal kaputt da. Wir sind viel mehr. So, der ist schon mal tot. Schwere Verstärkung kommt. Jetzt kommt noch eine schwere Verstärkung. Bin ich ja frech. Okay. Wird gleich hier sein. Aufpassen. Ich glaube, ich habe da zwei gesehen. Hey, hat jemand Luis gesehen? Mach du mal da hinten, ne? Der hat wahrscheinlich alle erschossen, so wie es gerade aussah. Er wurde nämlich nicht mehr gesehen. Und da hinten kommt schon die nächsten wieder. Weil der wurde auch gesehen, das heißt, da muss noch einer sein. Oh Scheiße. Ich sehe mich lieber mal um. Macht euch kampfbereit. Zwei Leute. Okay, mal gucken, wenn ich ihn sehe. So, erschieß mal deine Freunde. Was ist los? Scheiße! Alles möglichst dicht zusammen. Da kommt noch mehr. Das getriggert. Kommen ja einfach unendlich viele Leute. Wäre natürlich echt kacke. Ich kann ja mal was austesten. Was bringt denn so ein Feuer? Was ist das hier eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Höher. Gucken, kommt wieder ein neuer. Sieht, glaube ich, ganz gut gerade aus. Was ein Gemetzel hier hinten. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, ja. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Nee, ich alles will voll. Das nicht. Ich kann nicht mehr tragen. Hier, werf es weg. Ich will das nicht haben. Hallo? Kann ich auch nicht aufheben? Ich habe alles voll. Die Feder, das ist gut. Jetzt verbrauchen wir unsere Sachen auch mal. Oh, da hätte ich hinklettern können. Ah. Und weiter geht's. Haben wir noch, ja, wir haben noch. Sehr gut. Alles noch vorhanden. Aber, ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Das heißt, morgen um 19 Uhr. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Entschuldigt nochmal die 2 Tage Verzögerung jetzt oder die Pause von Tomb Raider. Aber ja, jetzt geht's wieder weiter. Schaltet morgen wieder ein, 19 Uhr, wie gesagt. Ja, und wir sehen uns dann. Danke, bis dann. Tschüss.